Online-Radio Düren, Bezirkssieger Staffel 3. Wir kommen zu der Viktoria Birkesdorf. In den letzten Wochen gab es da ein Auf und Ab, nicht nur im Spiel, auf dem Spielfeld, sondern am Rande. Wir gehen zum Spiel heute gegen Blau-Weiß Kerpen. Zugeschaltet mir der sportliche Direktor Willi Kirschbaum. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jung. Herr Kirschbaum, heute zu Hause gegen Blau-Weiß Kerpen in der Bezirksliga. Ein tolles Spiel, gute Wetterbedingungen. Natürlich der Kunstrasen bringt dementsprechend die Qualität mit. Und am Ende 11 Tore in Birkesdorf in der Bezirksliga. Was war denn jetzt los? Ja gut, mit 11 Toren, Herr Jochums, haben wir ja auch letzte Woche dienen können bei 10-1 gegen Nierfeld. Da waren wir Birkesdorfer, Viktorianer alle recht entspannt. Diesmal hatten wir anderes vor, zumal auch der Gegner, also wirklich Hut ab, wie die sich heute verkauft haben. Ja, ist es ja etwas anders ausgegangen als 10-1. Ja, zur Halbzeit zurückgelegen, ne? Schrecksekunde in Birkesdorf? Ja, gut. Erste Viertelstunde hatten wir 4-5 Hochgeräte. Ich glaube, da haben wir schon zweimal gegen den Paul geschossen. Zweimal hat der Torwartgranate gehalten. Da stellt man sich schon die Frage, mein Gott, was machen wir denn da? Schießen dann zurecht irgendwann, glaube ich, 27. Ilke Emmerjasi auf Ablage von Presley das 1-0. Da kam eine gewisse Erleichterung rein, wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft, weil danach wurde auf einmal Kerpen stärker, haben sehr gut gekontert, haben das technisch sauber gemacht und machen dann aus drei guten Angriffen 2 Tore und führen zur Halbzeit 2-1. Ja, 2-1 im Rückstand. Die letzten Tage, der Trainer hat das Handtuch geschmissen. Wer saß denn heute auf der Trainerbank? Der Co-Trainer. Also Olli Hamburg hat vor 2 Wochen der Mannschaft erklärt, dass er im Sommer aufhören möchte und zurückziehen möchte, aber dass er das bis zum Sommer durchzieht. Bei Guido ist es so, dass da viele Gespräche gelaufen sind. Er hätte gerne weitergemacht, aber aufgrund von vielen Gesprächen innerhalb der Mannschaft mit uns im Vorstand und haben wir Guido Mirwald gesagt, dass wir nach dem Sommer nicht weitermachen, dass wir einen neuen Weg einschlagen möchten. Und das hat er sich durch den Kopf gehen lassen, wie das Gespräch war, und hat dann von sich aus die Reißleine gezogen, hat gesagt, okay, dann bin ich jetzt direkt weg. Was ich als Mensch und als mein Freund natürlich auch alles so ein bisschen nachvollziehen kann. Und trotzdem möchte ich sagen, dass ich als Freund von ihm mega stolz bin, was wir zusammen in der Vergangenheit erreicht haben. Das darf man bei allem nicht vergessen, zumal er in der Mannschaft immer noch recht beliebt ist als Mensch. Aber viele in der Mannschaft und wir im Vorstand haben überlegt, vielleicht ab Sommer einen neuen Weg zu gehen. Ja, dann heute Mittag in der Halbzeitpause muss es ja gerappelt haben in Birkesdorf in der Festhalle. Die Mannschaft ist rausgekommen und direkt Reaktion gezeigt. Ja, im Endeffekt haben sie über 90 Minuten Reaktion gezeigt. Ja, wir haben einfach nicht zu Anfang des Spiels die Chancen verwertet. Sonst hätten wir vielleicht 5-2 zur Halbzeit gestanden und nicht 1-2 zurückgelegt. Aber dann hat die Mannschaft wieder ihr Bild gezeigt, wieder ihr Lieblingstor, das ist unser Trainingstor. Da ging es dann tierisch ab, freut mich riesig für Aruki, der ja seinen Hattrick dann gemacht hat mit wirklich wunderschönen Toren, Traumtore. Der hat eine wirklich fantastische Schusstechnik. Aber es ging natürlich hin und her. Sonst würde man das Ergebnis von 6-5 nicht erklären können. Ja, Sie haben es angesprochen, innerhalb von 10 Minuten Doppelschlag durch Ihren Neuzugang. Und dann hat aber Blau-Weiß Kerpen reagiert und 10 Minuten später, sage ich mal, die Peitsche rausgeholt und wieder 2 Gegentore gelegt, ne? Genau. Das war das ja alles ziemlich verrückt, was da abgegangen ist. Habe ich so als sportlicher Leiter sowieso nicht, aber auch als Trainer so im Zusammenhang noch nie gesehen, wenn man sich denn auch am Schluss die Statistiken ansieht, wann und wie die letzten Tore gefallen sind, das ist schon ein großer Irrsinn. Und alle Fans, die da waren, besonders die Viktorianer, die sind natürlich dann am Schluss innerhalb der Nachspielzeit richtig abgegangen und haben das Ganze nur noch einfach euphorisch gefeiert. Ja, Sie haben es angesprochen, am Ende der normalen regulären Spielzeit stand es quasi 4-4, dann wurde die Nachspielzeit eingeläutet. Ihr Sohn, der Lukas, hat einen Strafstoß
umgewandelt in einem positiven Ergebnis. Berechtigt oder unberechtigt ist immer die große Frage. Gibt ja keinen Videobeweis, ne? Linienrichter stand sehr, sehr gut. Der Schiedsrichter hat sofort auf den Punkt gezeigt, es war ein Kontakt da, wo ich sage, unser Spieler fällt natürlich extrem leicht, aber es war nun mal der Kontakt da, den der Linienrichter dem Schiedsrichter auch sofort bestätigte. Dazu muss ich dann sagen, aus meiner Sicht berechtigt. Kerpen hat es anders gesehen. Ja, aber Kerpen hat direkt reagiert und nochmal ein Ei gelegt, sag ich mal, zum Ausgleich 5:5. Wie haben Sie es denn als sportlicher Direktor, sag ich mal, als Leiter, sag ich mal, vom Nervenkostüm umgesetzt? Das war ja ein Spiel wie im Tatort. Ja, das war jetzt nicht so ganz lustig für mich, aber auch das Tor war wiederum von diesem Spieler aus Kerpen ein wunderschönes Tor, so ein Seitfallschuss. Da muss man erstmal so machen mit dem Risiko bei dem Spielstand zu dem Zeitpunkt. Also wirklich ein tolles Tor, was natürlich in mir vorging, kann man eigentlich schwer beschreiben. Ich war sauer, ich war traurig. Ich war am Überlegen, 5:5, kann man damit leben? Ja, hätte man damit leben können, weil beide Mannschaften haben ja sich wirklich nichts geschenkt. Ja, und dann kam der Gegenschlag, ne, in der allerletzten Sekunde. Ja, das war mehr oder weniger, war die Nachspielzeit abgelaufen. Wir laufen aber ja den Konter. Den zieht Ilka, der hatte heute drei, vier Sprints und man muss bedenken, wir haben Ramadan und die dürfen nicht essen, nicht trinken. Was der da heute läuferisch abgeliefert hat auf der rechten Außenbahn, das war eine Sensation. Der zieht durch, macht noch einen guten Haken, macht noch ein schönes Dribbling, geht dann spitz auf den Torwart zu und mit allem Risiko, was diese Welt hergibt, haut er das Ding in die Ecke. Da können Sie sich vorstellen, was dann bei uns los war, bei uns Viktorianer, bei allen Fans, die da waren. Also wir sind komplett aus dem Häuschen gewesen und haben uns riesig gefreut. Ja, riesig gefreut. Die Punkte sind im Sack. Aber was natürlich heute auffällt, die Stars, die sonst die Tore machen, wie der Nico oder der Presley, sind heute nicht in Erscheinung getreten. Ja, als Torschützen nicht. Sie haben natürlich für die Mannschaft gerackert, die haben gearbeitet, gekämpft. Also das war nicht nur Haruki und Ilka heute, der auch zwei Tore gemacht hat. Das war eine Mannschaftsleistung. Die Mannschaft hat heute alles gegeben, was die gekämpft, gerackert haben, um einfach zu zeigen, wir sind immer noch gut drauf, wir wollen als Mannschaft immer noch erfolgreich sein. Das war schon aller Ehren wert und da freue ich mich sehr darüber, dass die Mannschaft dieses Bild und dieses Gesicht heute an den Tag gelegt hat, um heute das 14., jetzt mit dem Spiel das 15. Spiel in Folge ungeschlagen zu sein. Willi Kirschbaum von der Viktoria Birkersdorf zum heutigen Spiel. 11 Tore wiederum in Birkersdorf. Der Vereinspräsident wird sich freuen. Der Kasten Bier ist sichergestellt für die kommenden Wochen. Und vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön, Herr Jochum. Schönen Abend. Tschüss.